ein Weltbild, dass er was Besseres ist. Hier ist das Statement von Ron vor 33 Minuten. Ohne Scheiß, das ist ein derbe schwaches Statement. Das war ein Mensch, der durch Alkohol einfach das zeigt, was wirklich in ihm drin ist. Also jeder Altenpfleger arbeitet mehr im Leben als Ron. Punkt. Jemand schreibt jetzt Ron Bilecki Livestream Zusammenfassung. Genau, Chat, das ist der Typ mit dem Tornado. Ihr habt das gar nicht gesehen? Oh mein Gott, das ist aus einem Livestream und das ist halt schon heavy, was er da sagt. Leute, schnallt euch an, Digga. Normalerweise musst du auf die Fresse kriegen dafür, los. Mach doch mal, wir müssen uns mit so Geringverdienern nicht abgeben, kommt. Komm, was verdienst du denn im Monat? 1500 Euro, die piss ich. Ist schon mal kein geiler Einstieg. Wie piss dich raus, du Geringverdiener. Das ist ein Geringverdiener. Das ist ein Arschloch. Ich gehe eigentlich noch nicht nach Hause. Weißt du, was ich mache? Ich bestelle mir 20 Dom Perignons jetzt. Die verdienen schon 30 Monaten. Der haue ich auch noch auf die Straße. Muss ich nicht. Weißt du, wieso? Weil ich im Monat 300.000 Euro verdiene. Du Geringverdiener. Warum? Ich reihe nicht, warum man so sehr darauf rumreitet, dass man irgendwie viel Geld hat. Muss nicht sein, sowas mag ich nicht. Manchmal raste ich auch aus, wenn so ein Typ in der scheiß Kapuze mit seinem 500 Euro Monatslohn... Jetzt ist 500 Euro Monatslohn... So ein Hurensohn ist. Du bist der größte Hurensohn der Welt. Verpiss dich doch. Weißt du, wer deine Mutter ist? Meine Fahrerin, du Hurensohn! Ah, deine Mutter ist meine Fahrerin. Aha, die meisten Leute reden danach jetzt über das Thema Glorifizierung von Alkohol. Aber ganz ehrlich, mich fuckt an diesem Video weniger ab, dass er sich völlig kaputt säuft. Das, was mich an dem Video am meisten abfuckt, dieses Verachten von Menschen, die nicht reich sind. Ich wage jetzt mal eine steile These, Guys. Ron Bilecki hat nicht viel Cash, weil er ein Overperformer im Leben ist. Ist eine steile These. Ron Bilecki hat jetzt nicht mehr Geld als ein Altenpfleger, weil er so viel mehr leistet im Leben. Ich glaube nicht. Er hat viel Geld, weil er halt Glück im Leben hatte. That's it. Alles, was ich bisher dazu gesehen habe, ich habe ein paar Storys dazu gesehen oder so, haben alle Leute den Alkoholaspekt angesprochen. So, sein Umfeld sollte mal was dagegen machen, dass er nicht mehr so viel Alkohol trinkt. Ist mir scheißegal. Das ist seine Scheißentscheidung. Ein bisschen saufen, paar Jokes machen, dies, das, ist alles fein. Ich bin doch nicht so ein Spießer, der direkt irgendwie auf die Barrikaden geht, wenn irgendwer mal einen edgy Joke macht. Aber das war kein edgy Joke. Das war ein Mensch, der durch Alkohol einfach das zeigt, was wirklich in ihm drin ist. Und zwar ein Weltbild, dass er was Besseres ist, einfach weil er Glück im Leben hatte und viel Geld hat. Wenn du säufst und dann so viel auf Geringverdiener hatest, die sich nicht mal 20 Dom Perignons, ich weiß nicht mal, was das ist, leisten können, dann ist es irgendwo in dir. Das sagst du nicht einfach, weil der Alkohol dich dazu getrieben hat. Stellt euch vor, eine Julia wäre besoffen oder ein Ju. Die würden das nicht sagen. So, es ist nicht jeder plötzlich ein Wichser, wenn er besoffen ist. Der Alkohol hat einfach gemacht, dass er eher Dinge sagt, die sowieso schon in ihm drin sind. Und das f***t mich an dem Video am allermeisten ab. Er ist das Gegenteil von einem Overperformer. Er hat einfach Glück gehabt und deswegen Geld gehabt. Weil Geld haben und was im Leben leisten, sind nicht dasselbe. Es gibt viele Leute im Leben, die haben viel Geld und leisten viel weniger als andere Leute, die wenig Geld im Leben haben. Sich dann darauf so einen runterzuholen und andere Leute so trash zu talken und so abfällig zu sein gegenüber Leuten, die 500 Euro im Monat machen, 1500 Euro im Monat machen oder was auch immer, das ist das abgefuckteste ever. Das ist das, was mich viel mehr aufregt. Mich triggert das einfach sehr, wenn Leute, die reich sind, alleine denken, dass sie das selbst verdient hätten, weil das einfach statistisch gesehen falsch ist. Aber wenn man dann noch denkt, dass man dadurch was Besseres wäre, also dann ist irgendwas ganz, ganz wack in deinem Kopf. Sein Statement war einfach schwach. Hat er schon ein Statement dazu veröffentlicht? Hier ist das Statement von Ron vor 33 Minuten. Kurz und knapp, hatte 2, 3 Bierchen zu viel Intus und habe Sachen gesagt, die falsch verstanden wurden sind. Jemand hat meinen Vater mehrmals dumm angelabert auf der Veranstaltung und daraufhin habe ich halt aus Emotionen raus jemanden beleidigt. Bin rausgeflogen, weil ich grob angepackt worden bin von der Security, obwohl wir ruhig rausgegangen sind. Aus Angst den Livestream gestartet, weil ich Stories kenne, wo andere am nächsten Tag im Krankenhaus aufgewacht sind. Weiß ich nicht, wie glaubhaft das ist, dass das der Grund des Livestreams war. Wenn du aus Angst einen Livestream startest, dann sagst du nicht solche Sachen im Livestream. Das war nicht ansatzweise
irgendwas Deeskalierendes. Wenn du Angst hast, im Krankenhaus aufzuwachen, dann bist du nicht so. Wenn ich in einer Hells Angels Kneipe wäre, dann hätte ich Angst, am nächsten Tag im Krankenhaus aufzuwachen. Aber stellt euch vor, ich wäre in der Hells Angels Kneipe und würde so mit denen reden. Ich hau dir gleich aufs Maul, ihr Geringverdiener. Habe ich dann wirklich Angst? Weiß ich nicht, wie glaubhaft das ist. Also am Ende wäre eine andere Wortwahl und 2, 3 Bierchen weniger besser gewesen. Einige machen gerne aus einer Mücke eine Elefanten. Danke für euer Verständnis, Neron. Ich finde, ohne Scheiß, das ist ein derbe schwaches Statement. Da geht es jetzt nicht irgendwie um das Level von, oh, du hast dich nicht ganz richtig verhalten, du bist doch ein Vorbild und bla bla bla. Nein, 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 überhaupt nicht aus irgendwie Vorbildsgründen. Es ist einfach obviously, dass das Bullshit ist, was da steht. Der hat nicht aus Angst den Livestream gestartet. Auch überhaupt zu starten mit, ich habe Sachen gesagt, die falsch verstanden wurden sind. Digga, da ist nichts falsch verstanden worden. Wenn du jemanden mehrfach beleidigst dafür, dass er so wenig Geld verdient, weil er ja nur 1500 im Monat verdient oder nur 500 und wie lächerlich das ist, weil du ja viel mehr Geld hast als er. Da hat niemand was falsch verstanden, Ron. Er hat sich einfach wie der größte Verhalten. Punkt. Man muss ihm das jetzt nicht bis in alle Ewigkeiten nachhalten. Aber das ist kein Statement, was macht, dass man einfach sagt, ja, okay, ich glaube, die Sache ist gegessen. Okay, ich glaube, er hat wirklich verinnerlicht, was seine Probleme sind und dass er wirklich sich nicht cool verhalten hat. Nee, Digga. Ich habe den Eindruck, er hat überhaupt null gerallt, was das Problem war. Wenn er sich darüber lustig macht, dass Leute nur 500 Euro im Monat machen, weil dann ist er die Mutter der Fahrer und er pisst das Gehalt von den anderen, dann ist da nichts falsch verstanden worden. Alter. Ich find's damn schade, weil wie gesagt, es ist relativ wenig mein Bier, wenn irgendwer anders in der Szene mit seinem Körper scheiße umgeht. Der Punkt, der hier für mich wichtig ist, ist halt das generelle Verächtliche gegenüber Leuten, die nicht reich sind, Digga. Das ist auch einfach ein Schlag ins Gesicht für viele Leute, die in ihrem Leben viel mehr geleistet haben als er. Also way more. Die wirklich jeden Tag, den ganzen Tag am Worken sind, die nicht dreimal die Woche feiern gehen, sondern arbeiten. Die wirklich am Leisten sind. Aber weil wir halt nicht in einer Leistungsgesellschaft leben, eben nicht mehr haben als er. Würden wir in einer Leistungsgesellschaft leben, müssten die ja alle mehr haben als ein Ron. Tun wir aber nicht. Wir leben zu großen Teilen in einer Glücksgesellschaft. Und Ron hat halt Glück gehabt so. Er ist halt ein Mensch, der nicht so viel leistet im Leben. That's a fact. Davon kannst du mich auch nicht abbringen. Also jeder Altenpfleger arbeitet mehr im Leben als Ron. Punkt. Er spricht in dem Augenblick irgend so einen anderen Dude auf der Straße an. Keine Ahnung, was das für ein Dude war. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, dass er einen Livestream daraus macht. Und plötzlich spricht er nicht nur mit diesem Dude, sondern er spricht alle Leute an, die diesen Livestream sehen. Er spricht die ganzen Leute an, die 1500 Euro im Monat machen. Und die sich den Arsch aufreißen, viel mehr als so ein Ron, die Overperformer sind. Und dann abfällig zu sein. Digga, das macht mich richtig wütend. Jemand schreibt gerade, heute 13 Stunden gearbeitet und Monatslohn 600 Euro. Ja, genau. Warum mich das, glaube ich, sehr, sehr triggert, ist, weil dieser Livestream aus meiner Sicht eine stellvertretende Wirkung hat. Es gibt Untersuchungen, dass Leute, wenn sie eine höhere Stellung haben, automatisch glauben, sie hätten Anspruch auf mehr. Einfach nur ein Beispiel zu nennen. Für eine Studie, da wurden Probanden in Dreiergruppen eingeteilt. Und eine Person in der Gruppe, dem wurde einfach ein Titel gegeben. Der wurde einfach gesagt, du bist der Gruppenleiter. Das heißt nichts, du musst nicht mehr machen als die anderen, du machst genau das gleiche wie die anderen, aber irgendwer muss Gruppenleiter sein, deswegen heißt du Gruppenleiter. Dann musst du irgendeine Aufgabe machen. Alle haben jeweils gleich viel zu dieser Aufgabe beigetragen. Am Ende gab es dann 4 Kekse und es wurde halt geguckt, was machen die mit diesen Keksen? Weil es sind ja 3 Leute gewesen, aber da liegen 4 Kekse. Und was passiert? Im Regelfall hat halt die Person den Keks sich genommen, die auch einen höheren Titel hatte. Das ist nur ein Beispiel für Studien, die halt belegen, dass Menschen mit einem höheren Status fälschlicherweise eher an den Punkt kommen, dass sie denken, sie hätten auch den Anspruch auf mehr im Leben. Und das ist eine Sache, zu der Menschen neigen. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Ich glaube, deswegen triggert mich das so sehr. Weil es wirklich so ist, dass viele Leute glauben, dass sie einen scheiß Anspruch darauf haben, weil sie einfach reich geerbt haben oder so. Dass sie einfach denken, ja, jetzt sollte ich das auch haben in meinem Leben. Und meine Kinder auch, weil die haben halt reich geerbt. Und die anderen, die haben nicht so viel. Ja, dann haben die halt auch nicht so viel verdient, müssen sich mehr anstrengen so. Weil ich habe mich angestrengt, deswegen habe ich alles. Was halt Bullshit ist so. Das fuckt mich ab, weil es in diesem Livestream, finde ich, nicht nur darum geht, dass er sich halt völlig asozial verhält, sondern weil er nicht die einzige Person ist, die aus Glück reich ist und das in sich trägt. Und das ist so traurig. Ey, und ganz kurz an der Stelle, nur um das klar zu sagen, ich bin nicht der Meinung, dass ich mehr verdient habe, reich zu sein. Nein, 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 nein. Ich habe
fucking viel Glück in meinem Leben gehabt. Alles, was ich sagen kann, ist, ja, ich bin weit überdurchschnittlich reich, aber ich habe auch weit überdurchschnittlich Glück gehabt. Das ist das Einzige, was ich mit absoluter Sicherheit sagen kann. Ja, natürlich habe ich auch hart gearbeitet. Aber Leute, viele Leute arbeiten hart und landen nicht da. Ist halt auch wichtig anzuerkennen. Also die harte Arbeit war nicht das Hauptausschlaggebende. Harte Arbeit machen super, super viele. Glück haben halt nur manche. Das ist der Unterschied. Ich bin gehörlos Ende Januar eine Ausbildung abgeschlossen. Habe bis heute nichts und lebe mit Hartz IV. Finde es schade, dass man als Berufsanfänger schwer an Jobs kommt. Ja, ein Aspekt, übrigens schon Glück zu haben, ist körperlich keine Probleme zu haben. In einer Familie aufzuwachsen mit zwei Eltern, die dich lieben, ist Glück zu haben im Leben. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten, dass das alles keine Selbstverständlichkeiten sind. In einer Family, die intakt war, Eltern, die mich immer unterstützt haben. Während des Studiums haben meine Eltern mir Geld gegeben, dass ich nicht groß jobben musste nebenbei und so. Es sind so viele Sachen, die ich anhaken kann und die einfach fucking Glück sind. Einfach Glück. Die habe ich nicht verdient. Und die Liste ist noch viel länger. Die Liste ist sehr, sehr lang. Okay.